Ja, guten Tag, mein Name ist Anne Schlohn, ich bin Kuratorin und lebe in Köln. In meinem Beitrag geht es hauptsächlich um das Thema Sinnlichkeit, um sinnliche Erfahrungen, um sinnliche Wahrnehmung. Und das fehlt mir so oft eigentlich in Ausstellungen, weil das schon das ist, was eigentlich einen an die Kunst eben ranführt, irgendwie das, was man mit den Sinnen erlebt. Arbeiten oder Kunst sollten sich natürlich nicht in der reinen Ästhetik erschöpfen, sondern sollen eben auch Inhalte vermitteln, sollen zum Nachdenken anregen. Ich glaube, dass in der aktuellen Situation, wo sich unser Leben immer weiter digitalisiert und der Alltag sich immer weiter entmaterialisiert, wir ein sehr starkes Bedürfnis haben, Räume auch wieder physisch zu erleben und auch Dinge im Hier und Jetzt zu erleben und nicht nur im virtuellen Raum oder im digitalen Raum. Und ich denke, dass ein Museum der perfekte Ort dafür ist, weil man dort Dinge entdecken kann, die man sonst nirgendwo sieht. Und das Museum eben auch Erlebnisräume bieten kann, die sehr speziell sind, die vielleicht überraschende Erfahrungen bieten, die einen irritieren, die man nicht versteht, die einen aufgrund dessen eben auch zum Nachdenken anregen. Ich habe zwei Künstlerinnen eingeladen für die Ausstellung aus Deutschland, die Zora Kreuzer und die Erika Hock. Deren Arbeiten empfinde ich persönlich als extrem sinnlich. Sie sprechen mich auf einer unmittelbaren, auch haptischen Art und Weise an. Und sie arbeiten oft mit alltäglichen Materialien, die sie dabei dann im Kunstkontext umdenken, neu definieren, variieren, sodass der Betrachter eben auch diesen Moment der Irritation hat, dass er etwas sieht, was er erkennt, aber nicht einordnen kann und nicht weiß und auch nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Beide Künstlerinnen arbeiten immer ortsbezogen. Zora Kreuzer ganz speziell, sie reagiert immer auf den Ort unmittelbar. Sie arbeitet auch immer mit dem, was vor Ort bereits vorhanden ist. Erika Hock hat immer so verschiedene Werkserien, die sie dann aber in den Räumen immer zu speziellen Settings arrangiert und damit auch eine bestimmte Situation schafft und auch auf den Raum reagiert und eben die Arbeiten präsentiert, die für den Raum genau wichtig sind. Aber bei beiden Künstlerinnen gibt es noch eine weitere Ebene, was ich persönlich eben spannend finde. Es geht auch viel um kunstinterne Fragestellungen, um den Kunstbegriff. Die Frage, was ist das eigentlich, das, was ich da sehe? Wo fängt Kunst an irgendwie? Ab wann ist was Kunst? Wie kann man Malerei in den Raum erweitern? Irgendwie, was ist überhaupt ein Tafelbild? Und sie versuchen eben diese Fragen auf neue Art und Weisen zu beantworten und neue Lösungen dafür zu finden. Wir sehen jetzt hier die Arbeit von der Erika Hock. Das sind Arbeiten, Objekte aus Fadenvorhängen. Die eine große Arbeit schlängelt sich an der Wand entlang und erinnert eigentlich fast an so eine Art Vorhang. Und die andere Arbeit ist vielleicht eher wie so ein kompaktes Tafelbild. Und beide spielen, also diese Arbeiten haben wir ausgewählt, weil sie auch so ein bisschen auf den Charakter des Ausstellungsraums reagieren. Das Kunst Meran war ja früher ein Wohnhaus, ein Laubenhaus. Und dieses ganze Arrangement hat auch fast was wie so ein Interieur, wie so eine Interieurszene. Und Erika Hock arbeitet eben auch ganz viel an dieser Schnittstelle zwischen Architektur, Kunst und Interieur. Und das Schöne an den Arbeiten ist, dass die Künstlerin eben die Betrachter und Betrachterinnen auffordert, die Arbeiten auch zu berühren. Also man hat sowieso durch dieses Flimmern der Oberfläche und dadurch, dass man das Material aus dem Alltag wiedererkennt, so das Bedürfnis, das anzufassen. Und man weiß aber nicht genau, darf man es anfassen, bewegen. Und es ist eben ausdrücklich erlaubt. Also die Künstler wünscht sich das auch, dass man als Betrachter die Arbeit eben haptisch erfährt. Und so ist dieses starre Verhältnis zwischen Kunstwerk und Betrachter eben aufgehoben, was ich auch total spannend finde. Genau, die andere Künstlerin, Zora Kreuzer, arbeitet immer ortsbezogen. Sie kommt immer zu den Ausstellungsorten, guckt sich das an. Meistens arbeitet sie dann immer so zwei Wochen vor Ort, probiert verschiedene Dinge aus und reagiert immer mit Interventionen, also eigentlich mit Farbe, oft mit farbigem Licht. Und setzt das farbige Licht so, dass die Architektur nochmal anders wahrgenommen wird. Hier jetzt bei Kunst Meran hat sie die Lampen, also die Leuchten unter der Decke ausgewechselt und farbige Leuchten eingesetzt, sodass auf dem Bild, auf der großen Wand ein riesiges Bild, ein Farbbild entsteht, sich aber auch überall die Farben und auch die Leuchten widerspiegeln. Das sieht man auf dem Bild eigentlich auch ganz schön, dass auf der Glastreppe sind auf einmal so zwei farbige Linien zu sehen. Und man kann die Arbeit im ganzen Haus wahrnehmen, aus jedem Fenster, auch von der Empore oben, überall sieht man die Arbeit und sie sieht eigentlich immer anders aus. Das finde ich auch super spannend und total schön, weil man die Arbeit immer wieder neu entdecken kann. Die Arbeit verändert sich auch mit dem Wetter. Wenn die Sonne scheint, wird sie zarter, wird sie blasser irgendwie. Wenn es dunkel ist, wenn es Gewitter gibt, wird sie viel farbintensiver, viel kräftiger.
Genau, und es ist eine Arbeit, die sich auf den Raum bezieht, die der Architektur huldigt. Das hat die Zora auch beim Aufbau gesagt. Es ist sozusagen eine Hommage irgendwie an die Architektur, die sie damit nochmal neu in Szene setzen möchte.